Es ist so ein bisschen das vorweggenommene Endspiel im Hessen-Pokal 2022. Nach dem frühen Aus vom großen Favoriten Wien Wiesbaden bleiben mit Kickers Offenbach und dem FSV Frankfurt zwei Schwergewichte zurück im Wettbewerb. Und diese beiden wollen heute unbedingt das letzte Finalticket ziehen. Für die Kickers geht es heute auch ein bisschen um Wiedergutmachung. Nach dem enttäuschenden 0:3 gegen Steinbach-Heige am vergangenen Wochenende hat sich der OFC wohl endgültig aus dem Aufstiegskampf verabschiedet. Und trotzdem warten heute über 4000 Fans auf ein packendes Hessen-Derby. Und dass die Mannschaft von Sreto Ristić ihren Fans etwas zurückgeben will, zeigt sie von der ersten Minute an. Der OFC beginnt äußerst dominant. Paul Milde mit etwas zu viel Platz auf der rechten Seite. In der Mitte wartet Bosic. Die schnelle Führung für die Kickers. Aber das war auch viel zu luftig, verteidigt vom FSV. Paul Milde hat da alle Zeit der Welt. Und Bosic macht das dann richtig stark. Die Frankfurter sind um eine direkte Antwort bemüht, Chancen sind aber erstmal eher selten. Timo Hildmann setzt hier gut nach, Offenbach bekommt den Ball nicht geklärt und dann die Möglichkeit für Arif Gütschlü. Am Ende kein Problem für David Richter. Ansonsten spielt hier aber meistens der OFC und dann bringen sich die Gäste auch selbst in Bedrängnis. Daniel Endres rettet nach diesem missglückten Rückpass von Ivan Franjic. Das Ganze erstmal gut gegangen, allerdings der Keeper mit der Hand dran. Dementsprechend bleibt Schiedsrichter Christoph Günsch gar keine andere Wahl, als auf indirekten Freistoß zu entscheiden. Das bedeutet, es wird gleich vogelwild im Strafraum der Frankfurter. Aber die Mauer steht wie eine Eins. Daniel Endres ist zur Stelle. Das war die Riesenchance aufs 2:0. Wir nähern uns langsam der Schlussphase des ersten Durchgangs. Chancen hat weiterhin nur der OFC. Das Einzige, was hier fehlt, das ist ein zweiter Treffer. Doch den wollen die Kickers jetzt erzwingen. Serkan Firat tankt sich dadurch in den 16er, macht das dann auch selbst. Es fehlt aber noch an der letzten Präzision. Und dann plötzlich, Sekunden vor der Pause, kommt der FSV nochmal nach vorne und Sommer hat den Ausgleich auf dem Fuß. Bekommt den Ball dann aber nicht mehr aufs Tor. So bleibt es nach 45 Minuten bei einer verdienten Führung für den OFC. Es ist bislang ein tolles Halbfinale vor einer packenden Kulisse. Und es ändert sich auch erstmal nichts am Spielverlauf. Ecke für die Kickers und am langen Pfosten Jason Breitenbach mit dem erlösenden 2:0. Es ist bereits der zweite Kopfballtreffer an diesem Mittwochabend. Breitenbach steht da ziemlich ungedeckt, trifft ihn dann aber auch mit voller Wucht. Von da an muss der FSV etwas aufmachen, dadurch kann Offenbach jetzt kontern, Bosic mit der Riesenchance. Er verletzt sich auch leicht am Pfosten und kann nicht mehr weitermachen, gute Besserung an dieser Stelle. Fast eine Stunde ist gespielt, Ronny Marcos hat das Auge für den eingewechselten Hosina. Philipp Hosina, der Ex-Kölner, erst eine Minute zuvor für Bosic aufs Feld gekommen. Und jetzt direkt erfolgreich. Der OFC spielt sich jetzt in einen Rausch, hat eine Chance nach der anderen. Mancher Kickers-Fan wird sich denken, warum nicht auch so schon die ganze Saison. Dann wird es nochmal laut auf den Tribünen. Publikumsliebling Mike Vetter feiert nach langer Verletzung sein Comeback auf dem Rasen. Er kommt eine Viertelstunde vor dem Ende für Rafael García. Das Spiel ist natürlich längst entschieden. Offenbach wird in das Pokalfinale einziehen. Aber einer hat noch Bock.
Paul Milde, der macht das hier alleine und trifft nach 83 Minuten zum 4:0. Eine schöne Einzelaktion von Paul Milde, der Endriss in dieser Szene dann keine Chance lässt. Den Schlusspunkt setzt dann Serkan Firat in der 90. Minute. Es gibt nochmal 11 Meter für den OFC. Aber Daniel Endriss verhindert einen fünften Gegentreffer. Auch wenn das insgesamt nichts mehr am Spielausgang verändert. Kickers Offenbach gewinnt souverän mit 4:0 dieses Hessen-Derby und bekommt damit im Finale die Chance zur Revanche gegen Steinbach-Haiger. Wenn ihr keine Pokal-Highlights mehr verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da bei KickTV, aktiviert die Glocke und schenkt uns einen Daumen nach oben.